Fantastic. Herzlich willkommen in der Großstadt. So läuft das halt ab in Großstädten, dass erstmal ein fetter LKW hier die ganze Straße blockiert. Alle Autos stehen und warten. Ja, willkommen in der Großstadt. Fantastic. Und damit ein recht herzliches Willkommen, meine lieben Löwen, hier aus Frankfurt. Hinter mir könnt ihr den Hauptbahnhof und die wunderschöne Skyline sehen. Ja, heute ein Video, was eigentlich ein bisschen ernster ist, was nicht ganz so toll ist, denn ihr könnt es ja im Titel schon lesen. Ich muss heute vors Arbeitsgericht. Wieso, weshalb, warum, das werde ich euch mal in einem anderen Video erzählen. Das würde nämlich den Rahmen dieses Videos jetzt sprengen. Ich fasse das einfach nur ganz kurz. Die Bahn möchte mich einfach nicht weiter beschäftigen und dagegen bin ich vorgegangen. Digga, will er mich ficken? Digga, was? 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 Super. Echt super. Und ja, ich bin mega nervös. Ich war noch niemals vor irgendeinem Gericht. Das ist das allererste Mal, dass ich vors Gericht muss. Und an alle Hater, die jetzt wieder denken, das ist eh fake. Ich blende euch hier ein Bild ein. Da seht ihr die Einladung. Also, es ist kein Fake, ich muss hier wirklich hin. Und wie das Ganze ausgeht, werde ich euch dann erzählen, wenn wir wiederkommen. Jetzt geht's erstmal rein und ich bin nervös. So, ich bin jetzt da am Arbeitsgericht, ihr seht es hier hinter mir. Ja, in ca. 15 Minuten geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eigentlich ein relativ gutes Gefühl, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass so einfach, wie die Bahn das Ganze anstellen will, nicht funktionieren wird. Ich habe ein Recht darauf, weiter beschäftigt zu werden, ganz klare Sache. Das sieht meine Anwältin auch so, das hat teilweise sogar der Anwalt der Bahn gesagt. Deswegen, ich lasse euch mal überraschen, was da drin jetzt passiert. Ich hatte schon natürlich auf dem Laufenden, drinnen werde ich natürlich nicht filmen, ich denke, das ist selbstverständlich. Aber ihr bekommt dann das kurze Fazit. 298 gefrorene Burger Spätte. So, Freunde, Gerichtsverhandlung ist vorbei. Es ist gefühlte 3 Stunden später. Ja, was soll ich sagen? Also, es wurde eine Einigung auf jeden Fall schon mal erzielt. Das ist schon mal die gute Nachricht der Geschichte. Wie das Ganze dann jetzt aber aussehen wird in den nächsten Wochen und Monaten, weiß ich nicht ganz genau. Das werde ich einfach abwarten müssen. Mir war es jetzt aber erstmal wichtig, dass ich weiter beschäftigt werde. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich werde auch die restlichen Monate, wo ich nicht arbeiten gehen durfte, weiterhin vergütet, was auch eine sehr gute Nachricht ist. Im Großen und Ganzen kann man dann, denke ich, mit dem Verlauf der Verhandlung doch durchaus zufrieden sein. Und es wird sich zeigen, wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht, was der ganze Hintergrund von dem Ganzen ist, wieso das jetzt vor Gericht gegangen ist und was überhaupt passiert ist. Viele von euch werden das ja wahrscheinlich gar nicht wissen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, da werde ich in einem anderen Video drauf zu sprechen kommen. Und ich dachte mir, damit das Video nicht zu kurz und vielleicht zu langweilig wird, einfach nur ein bisschen Gelaber, weil ich ja viele Eisenbahnfans habe, dachte ich mir, ich mache für euch einfach ein bisschen Trainspotting und filme ein paar Züge, die hier in Frankfurt so rumfahren. Ja, wenn ihr das gut findet, schreibt mal in die Kommentare und liked das Video. Weil ich kenne euch doch, ihr liebt doch Züge.
Ich auch. Und deswegen habe ich es gemacht. Kurz Information noch zum Schluss. Ich kann momentan leider keine Gaming-Videos aufnehmen. Der ein oder andere fragt sich vielleicht schon, warum kommen momentan keine Gaming-Videos? Mein Aufnahmeprogramm funktioniert leider nicht so, wie es soll. Ich bin momentan schon mit dem Support am Kommunizieren. Wir versuchen gerade als Lösung Sachen zu finden, aber es funktioniert momentan einfach noch nicht so ganz. Deswegen, ich hoffe, dass ich das die nächsten Tage klären wird. Das auf jeden Fall die eine Info. Und Information Nummer zwei, meine erste eigene Single ist fertig, Freunde. Es fehlt jetzt einfach nur noch das Musikvideo und dann ist es endlich fertig. Wir haben jetzt wochenlang an diesem Song rumgemacht. Wir sind jetzt dabei, das Musikvideo zu drehen und dann ist der Song endlich fertig, Freunde. Ihr könnt euch so darauf freuen. Ich bin so mega gehypt. Ich finde das so krass, bald endlich den ersten eigenen Song rauszubringen. Wie geil ist das, Mann? Jeder YouTuber hat schon seine eigenen Songs gemacht. Ich habe immer davon geträumt, auch einmal selber einen Song zu veröffentlichen, der mir gehört und ich finde es so geil. Also freut euch auf jeden Fall auf die Zeit. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das mit der Musik und allem weitergehen wird. Folgt mir dazu am besten einfach auf Instagram. Und damit würde ich sagen, habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao aus Frankfurt. Macht's gut.